Der Countdown für Silvester und fürs neue Jahr und für Weihnachten, der läuft unaufhörlich. Und wir blicken schon mal ins neue Jahr, denn wir wollen uns darum kümmern, dass es auch im nächsten Jahr wieder schön ist in unserem Garten, dass es wieder blüht. Und deswegen ist Heike Baumgarten heute bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Bist auch für die Fragen unserer Zuschauer da. Rufen Sie gerne an 0180 229 1545. Und wir wollten eigentlich draußen im Garten stehen, aber das Wetter ist schon sehr ungemütlich heute. Ne? Du warst gerade noch draußen. Ja, es ist so ein bisschen oberfieselig. Deswegen zeigen wir das, was wir erklären wollen, hier an unserem kleinen Mini-Beet und schicken Heike dann nachher alleine raus in den Garten. Das ist der Weg heute. Nur die Harten kommen in den Garten. Genau. So, was können wir denn jetzt noch einpflanzen? Du hast uns ein paar Zwiebeln mitgebracht. Ich bin ganz überrascht, dass Zwiebeln jetzt noch geht im Dezember. Ja, das wissen die meisten nicht und das ist ja ganz toll. Normalerweise macht man bis Oktober die Zwiebelpflanzen, gell? Aber deshalb, weil es im November kalt und frostig wird. Weil der Boden dann zumacht. Der Boden macht zu und in den gefrorenen Boden kann man nichts pflanzen. Jetzt kann man noch pflanzen. Es ist ja alles offen. Es ist ja frühlingshaft warm. Und in dem Moment kann man ja auch die Chance nutzen, jetzt noch Angebote zu kaufen. Das heißt, Zwiebelblumen sind ja jetzt runtergesetzt. Die Saison ist zu Ende. Da kann man richtig viel einkaufen. Von Zwiebelblumen braucht man nicht eins oder zwei oder fünf. Völliger Irrtum. Das heißt, wir können aus den Vollen schöpfen. Man braucht richtig viel. Gut, was brauchen wir denn zum Beispiel? Du hast ja hier ein paar reingetan. Wie lege ich so ein Beet an? Mit welchen fängst du an? Ja, also ich fange natürlich immer mit den schönen Osterglocken oder Narzissen an. Das heißt, das sind natürlich jetzt hier ein schönes Knöllchen. Das ist wunderschön, sieht sensationell aus. Aber die Blume ist schon schöner. Die Blume als das Knöllchen. Weiß, genau. Also. Und da gibt es unglaublich unterschiedliche Arten. Wir haben jetzt hier eine, das ist eine großblumige, extrem großblumige. Ja. Aber es gibt die bis zu Minis. Das heißt, wenn ich mich mit den Narzissen und Osterglocken auseinandersetze, sollte ich verschiedene Arten kaufen, weil die auch unterschiedlich blühen. Das sehe ich an den Fotos da drauf, das sehe ich an der Beschreibung auch. Steht groß. Immer so wunderschön mit drauf, wann die blühen. Mhm. Und dann sollte ich immer gucken, was für welche sind. Das passen ja auch farblich zusammen. Und wie kann ich die Saison der Zwiebelblumen verlängern. Man kann, wenn man sich wie zum Beispiel hier in dem Beet eine Struktur macht, von Januar bis Mai ein Blütenmeer haben. Okay, das heißt, wo packst du jetzt die hin und wann kommen die raus? Die hier, das ist eine zweiblumige, die heißt also drei- oder vierglockige, richtig große, die heißt nicht umsonst Osterglocke. Die kommt ungefähr Ostern raus. Soll ich sie schon mal pflanzen? Ja, tu schon mal rein. Weil wenn ich sie pflanze, musst du mich fragen, wie tief sie geht. Sonst wäre sie sinnlos verbuddelt. Pflanz sie doch mal tief ein. Ich würde sagen, die Zwiebel muss so tief rein, dass die Spitze nicht mehr rausguckt. Das ist gar nicht dumm, aber das ist natürlich fast richtig. Man sagt immer, man nehme die Zwiebel und doppelt so tief, wie die Zwiebel ist. Das heißt so, blups, so. Ja. Das heißt, also sie muss 10 cm. 10 cm. Also sie muss noch eine Zwiebelbreite oben Platz haben. Genau. So. Dann ist die bestens eingebuddelt. Das ist auch hier die Narzisse. Du packst die gleiche nach rechts und nach links, oder? Genau. Also ich habe jetzt Gruppen aufgebaut. Das sind aber verschiedene Narzissen. Das ist die große Narzisse. Du hast aber hier daneben an der Ecke, damit sie von der großen nicht überrannt wird, sind hier ganz kleine. Du siehst, sie sind mehrfach. Die Zwiebeln sind kleiner. Die Zwiebeln sind kleiner und es kommen auch mehrere kleine Zwiebeln raus. Das heißt, hier hast du mehr eine Krone, eine größere Gruppe und kleinere. Die kommen ein bisschen später und setzen sich dann vor die Osterglocken davor mit einem gelb, also sie sind weiß mit einem gelben Köpfchen. Woran erkenne ich, dass das eine gute Zwiebel, eine frische Zwiebel ist? Mach mal den Härtetest. Nur die Harten kommen in den Garten. Wie mache ich den Härtetest? Hab ich schon vorhin gesagt. Nimm mal so eine Zwiebel in die Hand und drück mal ganz fest. Ganz fest. Ja, ist sie fest? Ist fest. Und wenn die fest ist, ist sie gut. Okay, alles klar. Wenn die matschig ist oder wenn du auch nur, wenn man einfach mal so hinguckt, wenn hier unten Schimmel dran ist, sein lassen. Aber eine feste Zwiebel ist eine gesunde Zwiebel und natürlich immer eine schöne große Qualität kaufen. Okay. So Pupskram ist nichts. Also, Narzisse ist drin. Ja. Was kommt als nächstes? Ja, dann natürlich, das ist natürlich absolut traumhaft, weil wir ja von den Größen der Zwiebeln ausgehen, kommen wir jetzt zu den Tulpen. Mhm. Das sind die nächstgrößeren. Von Tulpen habe ich jetzt auch verschiedene dabei, auch zu verschiedenen. Guck mal, die hat sich ja jetzt echt, die ist ja schon vorwitzig, gell? Jetzt schon zwei. Jetzt schon zwei, die also will jetzt unbedingt im Boden. Da würde ich generell sagen, ich würde die gar nicht mehr kaufen, weil ich dachte, die kommt ja schon raus, das ist ja gar nicht gut. Nee, das macht gar nichts. Also wenn die Bodenpflanze, das macht ja überhaupt nichts, auch wenn die jetzt angetrieben ist, gell? Weil sie ist ja im Boden drin und damit ist der Trieb geschützt. Wenn der Frost sich drüber legt, macht das nichts. Das Einzige, was Tulpenzwiebeln nicht oder generell Zwiebelblumen nicht vertragen, ist, wenn es keinen Frost gibt.
Denn sie brauchen einen Frostimpuls und ohne Frostimpuls geht gar nicht. Das heißt, wenn ich welche kaufe und immer warm lager, kriegen die gar keine Blüte. Wenn ich jetzt Sorge, da sind die schönen Blüten. Wenn ich jetzt Sorge hätte, dass gar kein Frost mehr kommt, kann ich die kurz einmal ins Frostfach tun und dann erst einpflanzen? Super, du bist ganz schön klug. Dann nimmst du die einfach und legst in die Gefriertruhe, im Papier eingepackt, ab in die Gefriertruhe und schon, so fuscht man ja auch. Das heißt, also so treibt man. So werden sie vorzeitig rausgeholt. So werden die getrieben, gell? Sodass wir vorgetriebene Blumen haben und dass es auch Zwiebelblumen das ganze Jahr gibt. Die kriegen einen Kälteimpuls. Und schwupp, und schon denken Sie, es wäre Winter gewesen. Ja, Frau Gessler aus Ladenburg ist am Telefon. Hallo, Frau Gessler. Hallo, guten Tag. Sie haben eine Frage. Meine Frage geht an die Winterlinge. Und zwar die Winterlinge, bei den meisten Leuten vermehren die sich wahnsinnig. Bei mir gehen die aber immer rückwärts, werden immer weniger. Mhm. Frage, braucht man einen bestimmten Standort oder was muss ich beachten? Also Winterlinge wachsen unheimlich gerne unter Bäumen, das heißt also unter offenen Kronen, kommen ja im Frühjahr raus. Und das Wichtige ist, und das ist oft das Problem, dass man Winterlinge aber in humosen Boden setzt. Oft ist unter Bäumen ja durch die Wurzeln und alles der Boden ein bisschen ausgelaugt. Haben Sie guten Kompost oder Laubkomposten, setzen die Winterlinge da rein. Von da aus verbreiten die sich dann wie verrückt. Aber der Start muss in guten humosen Boden sein und dann wandern sie durch den Garten. Die Tulpenzwiebeln, die wir gerade in der Hand hatten, die kommen genauso tief rein wie die anderen, auch doppelte Zwiebeltiefe. Genau, es ist immer die doppelte Zwiebeltiefe. Weil ich habe auch mal irgendwann, glaube ich, gehört, dass man auch unterschiedlich tief pflanzen kann. Genau, dass dann auch unterschiedlich die Blüte kommt. Genau, das wollte ich dann am Ende hier auch machen. Wenn man natürlich am Ende das alles gepflanzt hat, kommen wir jetzt hier schlicht und pfiffig zur nächsten Schicht. Das heißt, da hast du ja noch ein paar. Ja. Da habe ich noch ein paar Mini-Narzissen. Gib mir mal von den kleinen, die ganz kleinen da. Von den Narzissen? Genau. Und die Mini-Narzissen kommen jetzt zwischen die Tulpen. Ah. Zack. Und die nächste Schicht kommt drauf. Zack. Nicht ganz so tief rein, da sind die ein bisschen früher da. Genau. Und dann, weil das ist jetzt nicht genug Boden hier, das ist ja super, aber weißt du, für so eine richtige Bepflanzung fehlen uns einfach ein paar Zentimeter. Gut. Und dann dritte Blume. Dritte Blume. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu der nächsten, zu der höheren Schicht. Unsere Traubenhyazinthen müssten jetzt kommen. Genau. Das sind welche, die verwildern sehr gerne und lassen sich aber auch dadurch gut in Gruppen pflanzen. Kleine Zwiebeln lassen sich dann, brauchen dann keine Dreier- oder Sechsergruppen zu sein, sondern lassen sich gruppenartig einfach einsetzen. Hier kann man sich ein bisschen die Arbeit sparen, indem man sozusagen streut. Und was ich jetzt wirklich denke, wenn ich mir das so angucke, sind total viele Zwiebeln auf diesem Quadratmeter oder sogar weniger. Ist das zu viel oder ist das, was ich im Garten auch reinhauen kann? Oder haben wir es nur zu Demonstrationszwecken gemacht? Also das ist richtig toll, was das ist. Also wenn das blüht, dann blüht es ja lange. Gell? Ja. Das heißt, also wir haben eine ständige Aufblühen von Zwiebelblumen, verschiedene Farben, Varianten, Sorten, die ganz frühen. Und es kann auch so viel auf so kleinem Platz sein. Ja, das ist ja das Schöne. Das ist das Zwiebelprinzip, dass wir jetzt oben drüber, über jetzt zum Beispiel hier noch die Schicht, dann machen wir ja noch ein paar Schneeglöckchen. Ja, die Schneeglöckchen haben wir auch noch als Foto da, dass wir uns die noch mal angucken können. Guck das sind mal. Ja mit die ersten, die rauskommen. Ja, wo haben wir sie denn hier? Genau, da sind sie. Und wenn wir die nämlich einfach, und das ist wunderbar, auch als Gruppe, das sieht natürlich aus, einfach mal so werfen, dann werden die sich verbreiten, und zwar über den Samen, über Ameisen. Das finde ich ganz toll. Ameisen verbreiten den Samen von Schneeglöckchen überall im Garten. Super. Man wundert sich, blups, ist eins da. Muss ich da jetzt noch was tun, wenn das dann im Beet drin ist, oder... Das ruht vor sich hin. Also man guckt immer mal, ob man Wühlmaus hat. Ja. Das sollte man vorsichtshalber machen. Und ansonsten ruht das vor sich hin, okay. In Ruhe lassen. Und das ist das Beste. Bevor du rausgehst, um die Zwiebeln in die Erde zu bringen, in unserem Garten, noch ein Tipp des Tages, bitte. Mein Tipp des Tages ist, und da habe ich es da hinten hingestellt, wer jetzt noch ein kleines Weihnachtsgeschenk braucht, es gibt was ganz Einfaches. Quer durch den Garten habe ich es genannt. Und zwar die getrockneten Kräuter, die wir jetzt haben vom Sommer. Nehmen, mit einem sehr guten Öl ansetzen, ein bisschen Knoblauch dazu, ein selbstgemachtes Geschenk, das wirklich hochwertig und lecker ist. Also ich finde, das ist mal wirklich was Schönes, Einfaches und trotzdem Tolles. Schöner Geschenktipp. Danke dir, Heike, und jetzt viel Spaß beim Pflanzen im Garten. Wir gucken gleich nochmal nach draußen, wie es dann da aussieht. Und wir nochmal raus in den Garten, zu Heike Bohmgarten, die ja für uns pflanzen soll. Da sehe ich auch schon das Schüppchen stehen und da sehe ich auch schon Heike. Hallo Heike. Jetzt glaub mal, ich stehe jetzt hier ganz alleine im Garten und habe aber schon einige Schneeglöckchen untergebracht und ein paar wirklich schöne Zwiebelblumen. Aber ich mache weiter. Und ist der Boden denn schön weich? Kannst du gut arbeiten? Ist der Boden schön weich? Ja, also eins kann ich dir sagen. So einen guten Boden hattest du selten. Das ist sozusagen
pitschnass. Aber von oben kommt nichts, also du wirst nicht nass bei der Arbeit. Es geht so. Es regnet so leicht vor sich hin, aber was in den Boden muss, das muss in den Boden, weil wir wollen ja auch im Frühjahr gucken, was kommt. Genau, da schauen wir dann Mitte Januar, was aus den Schneeglöckchen geworden ist. Heike, danke dir für den Einsatz. Bitte. Und frohes Weihnachtsfest, mach's gut, ne? Tschüss, ja. Heike. Ciao.